Der Hype um Beyond Meat nimmt einfach kein Ende. Die Aktie des Fleischlos-Bulettenherstellers, um es mal etwas despektierlich auszudrücken, hat sich seit dem Börsengang jetzt in der Spitze verzehnfacht und das in wenigen Monaten und sie steht weiter sehr hoch im Kurs. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn auch bei deutschen Anlegern ist die Aktie sehr beliebt. Die Frage ist ganz klar, wann platzt hier die Kursblase? In diesem Video liefere ich euch spannende Hintergründe, vergleiche Beyond mit zwei anderen IPOs, die inzwischen abgestürzt sind. Und zwar sang- und klanglos und gebe eine klare Prognose, wann das bei Beyond Meat passieren wird. Bis gleich. Seid gegrüßt, liebe Börsianer, mega, dass ihr wieder mit dabei seid hier auf dem Aktienkanal. Ich finde es immer spannend, wenn ausländische Aktien in Deutschland stark gehandelt werden und welche das sind. Ich habe auch das Gefühl, dass das immer etwas über den Hype-Faktor aussagt, der bei einer Aktie besteht. Und als ich mir so am Freitag um die Mittagszeit rum die Volumenzahlen genau angeschaut habe, ich gemerkt, dass wieder mal Beyond Meat vorne mit dabei ist. Nach weniger als dem halben Handelstag waren da schon wieder Aktien im Wert von rund 1 Million Euro über Tradegate gehandelt und für rund 1 Million Euro auch in anderen, in den restlichen Handelsplätzen. Und das ist für deutsche Verhältnisse sehr viel. Haupthandelsplatz ist hier natürlich die USA, die Nasdaq. Und auffällig ist übrigens, nur das kurz am Rande, dass Tradegate als Handelsplatz in Deutschland immer mehr an Bedeutung gewinnt und mehr zum Beispiel Frankfurt den Rang abläuft. Aber das nur am Rande. Zurück zu Beyond Meat. Die Aktie fasziniert uns Anleger immer noch sehr. Kein Wunder, der IPO-Preis im April lag ja bei 25 Dollar. Heute sind wir bei über 160 Dollar. Und die Aktie hält sich zugegebenermaßen bisher relativ gut, überraschend gut. Aber gerade weil die Aktie so beliebt ist und sie einige von euch mit Sicherheit auch im Depot haben würden oder vielleicht darüber nachdenken, ob sie sie vielleicht sogar noch kaufen, ist es schon wichtig, dass wir uns das nochmal genau anschauen, auch die Mechanismen dahinter, was hier eigentlich passiert. Und übrigens, auch wenn ihr euch gar nicht für Beyond Meat interessiert, ist dieses Video interessant, gerade wegen dieser Mechanismen. Ich wollte hier aufzeigen, was bei solchen Kurssteigerungen im Hintergrund vor sich geht, welche Mechanismen da zum Greifen kommen und auch wie das dann meist böse endet. Und nochmal ein kurzer Hinweis, bevor wir ins Thema richtig eintauchen. Ich arbeite gerade mit meinem sehr geschätzten Kollegen Lars Erichsen an einem Special zu einer spannenden deutschen Immobilienaktie und da bin ich heute den ganzen Morgen dran gesessen. Daher wird das Video heute vielleicht etwas kürzer ausfallen, aber nicht weniger werthaltig sein, versprochen. So, jetzt aber endgültig genug des Blablas, kommen wir zur Sache. Ich habe mal zwei Charts rausgesucht, jeweils von IPOs der letzten Jahre, die vielleicht mehr sagen als viele Worte von mir. Erstens von GoPro, dem Action-Kamera-Unternehmen, dessen Produkte vielleicht auch der eine oder andere von euch verwendet, um vielleicht sogar um Videos aufzunehmen für YouTube. Schaut euch diesen Chart mal an, bitte. Das ist der Allzeit-Chart, also seit Juni 2014. Und achtet auf den Fail ganz links, den ich da künstlerisch eher wenig wertvoll eingezeichnet habe. Das soll ganz einfach verdeutlichen, dass die Aktie bereits unmittelbar nach dem Börsengang im Juni 2014, wo die Aktie noch zu 24 US-Dollar kam, also IPO-Preis bei 24 US-Dollar, Spanne war 21 bis 24 Dollar, wurde natürlich das obere Ende gewählt und die Aktie schoss dann am ersten Handelstag sofort um 55% auf rund 40 Dollar nach oben und innerhalb von wenigen Wochen dann sogar bis auf ein Hoch von knapp 100 Euro. Und wichtig, merkt euch das, 17, also so grob zumindest 17,8 Millionen Aktien waren im Angebot. Heute sind insgesamt 121,7 Millionen Aktien ausstehen. Also viel, viel mehr, behaltet das mal bitte im Hinterkopf grob. Und hier der zweite Chart, Tilray, der Cannabis-Shooting-Star. Wobei Shooting-Star, das war einmal, schaut euch mal den Chart bitte an. Und ich denke, die Parallelen zum obigen Chart von GoPro sind auf den ersten Blick erkennbar. Die Kursentwicklung war noch krasser bei Tilray, die kamen zu 17 Dollar und schossen dann bis auf schier unfassbare 300 US-Dollar nach oben, bevor dann das langsame Ausbluten losging und inzwischen hat die Aktie den IPO-Preis fast wieder erreicht. Und bei Tilray waren damals nur 9 Millionen Stück im Angebot beim Börsengang. Jetzt bei Beyond Meat war der ursprünglich geplante Ausgabepreis ja 19 bis 21 Dollar und wurde dann im Vorfeld auch schon mal erhöht auf 25 Dollar, da waren es 9,6 Millionen Euro. 9,6 Millionen Aktien und ihr erkennt die Parallele, Tilray 9 Millionen Stück, Beyond Meat 9,6 Millionen Stück, also fast gleich viel hier, jetzt mal der Chart von Beyond Meat und lasst euch nicht täuschen, hier in der Darstellung sieht der Anstieg gar nicht so extrem aus, aber das täuscht. Beim IPO war bei 25
Dollar war ja der erste Kurs dann gleich bei über 40 und im Hoch waren wir bei rund 240 Dollar. Also auch hier wirklich ein sensationeller Anstieg und eine verblüffende Ähnlichkeit mit Tilray. Aber was steckt dahinter? Das ist ja die entscheidende Frage. Und der wichtigste Punkt, den ihr euch unbedingt klar machen müsst, ist, an der Börse zählt, was die kurzfristige Kursentwicklung betrifft, im Prinzip nur eins: das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Vergesst fundamentale Bewertungen, vergesst das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Firmen sind ja meist ohnehin defizitär, da kann man gar kein KGV ausrechnen. Vergesst auch das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Das spielt kurzfristig bei derartigen Aktien überhaupt keine Rolle. Worum es geht, ist einzig und allein Folgendes: wir haben eine sehr heiße Aktie, beziehungsweise ein sehr heißes Unternehmen. Wir haben nämlich jedes dieser drei Papiere, die ich gerade genannt habe, bedient einen Megatrend oder vielleicht auch nur einen Mega-Hype. Ist auf jeden Fall mega in. Wir haben GoPro, die mobile, quasi unkaputtbare Outdoor-Kamera, wie geschaffen ja für die immer mobiler werdende Menschheit. Wir haben Tilray, damals das erste Cannabis-IPO an der Nasdaq, als Sinnbild für den Megatrend Cannabis, der angeblich Rausch und Gesundheit kombinieren kann. Ich sage absichtlich angeblich. Ein Traum für die Menschheit, um es mal übersteigert auszudrücken. Wir haben schließlich noch Beyond Meat mit fleischlosem Fleisch, das perfekte Produkt für alle, die umweltfreundlich leben und Tiere schützen möchten oder zumindest so tun wollen, beziehungsweise sich nach außen so darstellen möchten, als ob sie so drauf wären. Was ist die Folge davon? Fast jeder will diese Aktien unbedingt haben, zumindest diejenigen, die schnelle Gewinne an der Börse machen möchten. Das sind wir ja leider fast alle, sage ich mal. Und wir haben also eine gigantische Nachfrage nach diesen Papieren, das ist vor allem direkt nach dem Börsenstart. Denn jeder will ja möglichst von Anfang an dabei sein bei dieser Story. Aber der große Haken dabei, selbst wer am ersten Handelstag kauft, ist bei weitem nicht von Anfang an dabei. Im Gegenteil, die IPO-Banken wissen das ja ganz genau, oder allen zumindest, dass um die betreffenden Aktien so ein Hype einsetzen wird. Und was tun sie deshalb? Sie reizen den Preis, zu dem sie die Aktien an die Börse bringen möchten, verkaufen möchten, eigentlich schon bis ins Extreme aus. Das heißt, der Preis wird so hoch gesetzt, dass er für institutionelle Anleger gerade noch vertretbar ist. Und häufig liegt er bereits beim Börsengang höher als bei der letzten Finanzierungsrunde des Unternehmens, also der letzten außerbörslichen Finanzierungsrunde. Und wenn nun eine Aktie wie Beyond Meat ausgehend von diesem ohnehin schon hohen, optimistisch angesetzten IPO-Preis sich im Hoch fast verzehnfacht nochmal, und das innerhalb von vielleicht 8 Wochen, könnt ihr erahnen, wie dramatisch die Überbewertung bei einer solchen Aktie dann sein muss. Aber das ist nicht alles. Die IPO-Banken bzw. die Unternehmen selber haben noch ein Trick auf Lager. Und zwar, es gibt bei Beyond Meat insgesamt im Moment über 60 Millionen einzelne Aktien. Beim Börsengang wurden aber, wie gesagt, nur 9,6 Millionen davon angeboten. Und bei Tilray war es noch extremer. Da waren es nur 9 Millionen Aktien, die überhaupt zu kaufen da waren. Und zwar von insgesamt über 80 Millionen Aktien. Und bei GoPro, habe es vorher schon kurz gesagt, war das Verhältnis 17,8 Millionen Aktien im Angebot beim IPO zu 122 Millionen insgesamt. Die Frage, warum machen die IPO-Banken das? Ganz einfach, sie wollen das Angebot an Aktien bewusst verknappen. Denn sie wissen ganz genau, je knapper das Angebot, umso explosiver kann die Aktie nachher steigen. So, die sagen, okay, verstanden, aber was haben die IPO-Banken davon, wenn die Aktie so stark steigt? Die verdienen doch direkt am Börsengang. Nun ganz einfach, nachdem die Aktie dann in die Stratosphäre geschossen worden ist, quasi kommt die zweite Kapitalerhöhung. Das heißt, es werden wie beim Börsengang wieder Aktien an Investoren verkauft, nur eben, dass diese zweite Kapitalerhöhung zu einem vielfach höheren Kurs wie dem IPO-Preis erfolgt. Und klar, man kann sagen, der Börsenkurs rechtfertigt ja scheinbar diese höhere Bewertung. Und das Ergebnis dabei, die Firma selber, also Beyond Meat, kann zu wesentlich besseren Konditionen weitere Millionen einnehmen, also mehr Geld und weniger neue Aktien, die die Anteile der Altaktionäre verwässern. Und die Banken selbst kassieren natürlich auch nochmal kräftig ab, ein zweites Mal. Zumindest die, die mit dabei sind bei der Kapitalerhöhung. Weil die dann wieder entsprechend ja Gebühren abhängig von der Summe der Kapitalerhöhung berechnen können, in Rechnung stellen können. Und daher sprechen die übrigens auch immer zu jedem Kurs ihre Kaufempfehlungen aus. Sie wollen es ja sich mit ihrem Kunden nicht versauen. Übrigens, das ist natürlich ein klarer Interessenskonflikt. Ein Interessenskonflikt, den ich eben nicht habe. Ich bin komplett unabhängig und das ist meiner Ansicht nach ein Grund mehr für euch, auch meinen Aktienreport zu lesen. Klickt einfach unten auf den www.aktien-report.de Link und ihr erhaltet fundierte und vor allem objektive Analysen zu den spannendsten Aktien jeden Samstag in eure Mailbox. Und Objektivität ist das, um was es geht an der Börse.
Apropos Kapitalerhöhung, bei Beyond Meat war dies genauso mit dieser zweiten Kapitalerhöhung übrigens erst vor einem Monat. Es wurden 3,25 Millionen Stück platziert zu $160 je Aktie. Und von diesen 3,25 Millionen kamen aber nicht weniger als 3 Millionen Stück, also mehr als 90% von den Altaktionären. Das heißt, die haben dann brutto satte 480 Millionen US-Dollar kassiert für ihre 3 Millionen Stück. Und wenn sie die beim Börsengang verkauft hätten, wären es gerade mal 75 Millionen US-Dollar gewesen. Die haben also quasi eine Rendite von 540% gemacht innerhalb von ein paar Monaten. Keine schlechte Rendite, würde ich mal sagen. Und Beyond Meat ist das Geld nicht mal zugute gekommen. Ihr seht, da geht es um richtig viel Geld, das man verdienen kann, wenn bei Börsengängen clever agiert wird, das Angebot künstlich verknappt wird. Und wenn man das mal negativ formulieren möchte, könnte man echt sagen, hier wird quasi mit der Gier der Privatanleger gespielt und Geld gemacht. Oder wenn man es noch weiter, wenn man es noch mehr zuspitzen will, kann man auch sagen, wenn ihr die Aktie jetzt kauft bei $160, stellt ihr euch quasi gegen die Altaktionäre, die das Unternehmen ja mit am besten kennen und zu diesem Kurs verkaufen. Ist das eine clevere Strategie? Ich würde sagen, eher nein. So, nur noch die Frage, wie sich das Ganze dann auflöst. Also wie kommt es dann zum Absturz dieser Aktien? Zum einen natürlich dann, wenn es mal irgendwie ein Quartal gibt, in dem das Unternehmen die teils extremen Erwartungen, die Analysten ja geschürt haben, nicht erfüllen kann. Also wenn die Umsatz- und Gewinnsteigerungen nicht so hoch sind wie erwartet, dann stürzt die Aktie sofort ab. Zum Zweiten gibt es aber auch einen ganz bestimmten Zeitpunkt, an dem dieser Absturz häufig einsetzt. Und das hat damit zu tun, dass die meisten Aktien der Altaktionäre nach dem Börsengang einer halbjährigen Veräußerungssperre unterliegen. Der sogenannten Lock-up-Frist. Und bei Beyond Meat läuft die am 29. Oktober ab. Also in knapp 2 Monaten. Und dann könnten die Altaktionäre theoretisch Millionen Stücke auf den Markt werfen. Und meine Prognose ist, dass sie genau das dann auch tun würden. Und der Markt wird dann quasi mit Aktien geflutet und der Kurs wird regelrecht nach unten geprügelt. Was tun also als Aktionär? Nun, zunächst ist natürlich mal so, dass man eine Börse das nicht so direkt sagen kann. Man kann nicht einfach warten bis 29. Oktober und sagen, okay, jetzt fange ich an zu verkaufen, weil jetzt verkaufen die anderen auch oder gehe ich vielleicht sogar short. Denn viele anderen kennen diesen Stichtag natürlich auch. Und das, was häufig passiert, ist, dass dann solche Aktien bereits im Vorfeld fallen, weil eben die Börsianer beginnen schon frühere Stücke abzustoßen. Wann genau das passiert, das ist die große Frage. Die Aktie kam ja bereits im August, Anfang August nochmal deutlich unter Druck. Hier nochmal der Chart, ich habe es euch eingekreist. Und dann ging es aber bedingt durch den wieder stärkeren Gesamtmarkt und auch eher zweifelhafte Erfolgsmeldungen wieder nach oben. Hat ja die Kooperation mit KFC, also Kentucky Fried Chicken, mit dieser großen US-Fastfood-Kette gefeiert. Die ist aber eigentlich meiner Ansicht nach kaum der Rede wert, weil es sich gerade mal um eine einzige Testfiliale handelt und sich KFC früher mal geäußert hat, dass man eher selber solche fleischlosen Produkte herstellen kann. Apropos, ich denke durchaus, dass Beyond Meat gute Wachstumschancen hat. Die Umsätze gehen in der Branche durch die Decke, aber bereits jetzt zeichnet sich eben ab, zeigt auch die Äußerung von KFC, dass der Konkurrenzkampf extrem werden wird, weil immer noch mehr Player in diese, ich sag mal, noch Nische hineindringen. Und ob Beyond Meat dann in der Lage sein wird, die eigene Marke so zu pushen, dass man wirklich dauerhaft höhere Verkaufspreise als die Konkurrenz durchsetzen kann, halte ich für sehr fraglich. Aber jetzt nochmal zurück zum Kurs der Aktie. Also meine Prognose ist, dass wir in einem Jahr mindestens 50% tiefer stehen als jetzt. Daher mein klarer Ratschlag an euch, falls ihr die Aktie noch habt, auf jeden Fall verkaufen. Falls ihr sie noch nicht habt, lasst bitte die Finger von dem Ding. So viel für heute. Bitte kommentiert gerne hier unten. Ich weiß, auch wieder hier gibt es unterschiedliche Ansichten, aber ich hoffe, der eine oder andere konnte neue Erkenntnisse gewinnen aus diesem Video. Eigentlich wollte ich noch ein paar Konkurrenten vorstellen von Beyond Meat heute. Schaffe ich zeitlich jetzt nicht mehr, wird aber nachgeholt, entweder im Aktienreport, siehe Beschreibung unten, oder eben hier direkt auf dem Kanal in einem neuen Video. Also lohnt sich, wenn ihr einfach den Abonnieren-Button rechts unten drückt und das Glöckchen aktiviert, dann verpasst ihr auf keinen Fall das nächste Video auf eurem Aktienkanal, das am Mittwoch bis 17 Uhr erscheinen wird. Bis dahin macht's gut, ich danke euch herzlich, ich bin Armin Prack. Ciao.